Es geht jetzt in diesem Film um die Berechnung von Massen von einzelnen Teilchen. Ich habe hier zwei Beispiele oder zwei Aufgaben von dem Arbeitsblatt mal kopiert, die ihr bearbeiten sollt oder könnt. Das sind die Aufgaben 1 und 2 auf dem ersten Blatt. Was ganz wichtig ist, man muss sich bei jeder Aufgabe immer drüber im Klaren sein, was für Teilchen man hat. Ich habe hier bei beiden Aufgaben so ein bisschen unterschiedliche Aufgaben. Hier geht es um einzelne Teilchen oder allgemein Teilchen, während ich hier Einheiten, also eher Moleküle habe, die eben schon fest vorgegeben sind. Wir gucken uns mal die Aufgabe 1 an. Ich werde nicht alle Aufgaben berechnen, sondern nur ein paar wenige Beispiele. Die anderen Aufgaben funktionieren aber genauso. So, man sollte sich bei jeder Aufgabe immer am besten aufschreiben, was man eigentlich berechnet. Wichtig ist eben, dass man hier unterscheidet zwischen den verschiedenen Arten von Teilchen. Und das habe ich hier bei dieser Beispielaufgabe extra so gemacht, dass ich das also ein bisschen unterschiedlich formuliert habe. Also nehmen wir mal das erste Beispiel. Da heißt es 5 Silberatome, einzelne Atome. Das heißt, bei der ersten Aufgabe würde ich also berechnen die Masse von 5 Ag, 5 Silberatomen. Wie macht man das? Ganz einfach, man schaut nach der Masse von einem Silberatom und das findet man im Periodensystem. Silber ist in der Nebengruppe, ist hier. So, zur Erinnerung nochmal, hier steht es auch, die Zahl über dem Symbol gibt die Atommasse an. Und zwar auch in U, das ist wichtig, dass man das bedenkt. So, das heißt, wenn ich hier eine Masse von 107,9 U habe, kann ich in diesem Fall also einfach rechnen, 5 mal die Masse von einem Silberatom, also 109,7 war das, ja, 107,9, 107. 9 U. Endergebnis ist dann 540, so ungefähr. Das ist ein bisschen gerundet. So ähnlich funktioniert das auch bei den anderen Aufgaben. Allerdings muss man jetzt eben gucken, auf diese unterschiedlichen Formulierungen hier achten. Zum Beispiel habe ich hier eben Silberatome gehabt. Mal vielleicht mal markieren. Also hier geht es um, upsala, Silberatome, während ich hier Sauerstoffmoleküle habe. Das heißt, es ist eben ein Unterschied. Ein anderes Beispiel, hier geht es, hier habe ich geschrieben Chlorgasteilchen. Warum schreibe ich das anders? Im Prinzip geht es mir darum, dass ihr euch daran erinnert, aus was besteht denn das Chlorgas. Ich habe also nicht geschrieben, ob es Atome oder Moleküle sind, sondern man muss eben wissen, wie die Teilchen im Chlor aussehen. Dann haben wir noch Wasserstoffatome, da ist wieder klar, es sind Atome. Und hier geht es um Moleküle, das heißt, es sind auf jeden Fall zusammengesetzte Teilchen. Hier oben habe ich auch nochmal Kohlenstoffatome, also auch wieder klar einzelne Atome. So, das nächste, die drei Sauerstoffmoleküle. Am besten schreibt man sich das eben auch mal auf. Drei von was? Sauerstoffmoleküle sind ja O2, also Masse von 3O2. Ich habe das jetzt ein bisschen weit auseinander geschrieben, schiebe das mal besser ein bisschen näher ran. Ich halte es für sehr wichtig, dass ihr euch das eben auch aufschreibt. Wenn ihr irgendwo eine Zahl hinschreibt und ihr wisst nicht genau, um was es sich handelt, könnt ihr das besser nicht mehr oder nachher nicht mehr so richtig nachvollziehen. Deshalb schreibt es am besten immer auf, wenn ihr irgendetwas berechnet. Das ist auch für die Aufgaben für mich gut, dann sehe ich, was ihr gemacht habt und ob ihr vielleicht etwas richtig gemacht habt dabei. So, Berechnung, Sauerstoff, wir schauen kurz nach, hat eine Masse von 16 U pro Atom. Jetzt habe ich hier Teilchen O2, das heißt, ich muss die 16 U mal 2 nehmen für ein Molekül und das Ganze doch dann
mal 3 nehme. Also letztendlich ist das natürlich 6 mal 16. Und das sind 5 mal 16 sind 80, also 96 U. So, und bei den anderen Aufgaben geht es eigentlich immer genauso. Wichtig ist eben zu wissen, was für Teilchen man hat. Zum Beispiel nehmen wir mal die 100 Chlorgasteilchen. Chlor als Gas hat eben nicht einzelne Atome, sondern Moleküle Cl2. Funktioniert genauso wie hier bei dem Sauerstoff. Wasserstoffatome ist klar. Das heißt, ich habe die Masse von 7 einzelnen Wasserstoffatomen. Funktioniert genauso wie oben bei der ersten Aufgabe. Wassermoleküle, 20 Wassermoleküle. Dazu muss man die Formel kennen, H2O. So, was jetzt eben anders ist, ich habe natürlich jetzt hier ein zusammengesetztes Teilchen aus zwei verschiedenen Arten von Atomen. Ich empfehle, dass ihr das dann so berechnet. Ich habe 20 Stück davon und zwar H2O. Das bedeutet, ich habe zwei Wasserstoffatome. Ein Wasserstoffatom hat eine Masse von 1 U plus die Masse von einem Sauerstoffatom. Das sind 16 U. So, immer schön die Einheiten dazu schreiben, dass man weiß, was für einen Wert man hat. Das macht zusammen 18. Also habe ich 20 mal 18 U und das gibt 360 U. So, ein bisschen schwieriger ist diese Aufgabe hier, wo ich habe 6 mal 10 hoch 23 Kohlenstoffatome. Atome, also einfach C. Jetzt könnte man natürlich Folgendes machen. Und zwar Masse von Kohlenstoff ist ja 12 U. Ein Kohlenstoffatom gibt 12 U. Jetzt könnte man es genauso machen wie vorher, indem ich einfach hinsetze die Anzahl 6 mal 10 hoch 23 und mal der Masse von einem Kohlenstoffatom ist 12 U und würde das ausrechnen. Das gibt natürlich eine recht große Zahl. Allerdings, und das ist der Grund, warum ich das hier eingebracht habe, das ist ja ein Mol und der Umrechnungsfaktor, ich schreibe es mal gerade nochmal auf, Umrechnungsfaktor von U in Gramm und umgekehrt. Das heißt, wenn ich 6 mal 10 hoch 23 dieses 12 U habe, dann könnte man Folgendes zusammenfassen. Dann wäre nämlich das hier mit der Einheit U zusammen gerade die Einheit Gramm. Und dann habe ich eben hier nichts anderes als 12 Gramm. Muss also eigentlich gar nichts rechnen dabei. Gehen wir nun zur Aufgabe 2. Der Unterschied ist eigentlich nicht groß. Was jetzt hier gegeben ist, dass ich eben also Formeleinheiten habe oder Moleküle. Ich habe es einmal angegeben als eine Formel. Dann ist es ja ganz einfach zu lösen. Das ist genauso wie bei diesen Wassermolekülen. Nur habe ich eben eine Formel vorgegeben. Und das andere ist, dass hier der systematische Name gegeben ist. Das heißt, ihr müsst euch noch daran erinnern, welche Formel steht für einen bestimmten Namen. Wichtig sind ja die Zahl, Silben, das heißt zum Beispiel hier Tri für 3, hier kommt das Di vor, hier ist auch nochmal Di, Tetra für 4, Deka für 10. Und ansonsten funktioniert das ganz genauso wie vorher. Ich mache noch mal ein Beispiel, ein etwas größeres vielleicht. Nehmen wir mal dieses hier. Schwarzer Stift. So, die Masse von 8P2O5 Das heißt, ich habe 8 mal
diese Moleküle P2O5. Dazu muss ich nach dem P gucken, dem Phosphor. Phosphor hat eine Masse von 31 U. Das heißt, ich habe hier 31 U mal 5. Was erzähle ich? Das ist ja falsch. Das ist ja mal 2. Denn ich habe ja P2 hier schon. Nicht vergessen, der Index hinten dran bezieht sich auf den Buchstaben davor. Ne? Das war gerade falsch. P2, also mal 2. Und Sauerstoff habe ich 5 Atome in dieser Verbindung drin. Oder 5 mal die Masse. Ob es jetzt ein Atom ist oder ein Ion, spielt ja keine Rolle. Und Sauerstoff hat die Masse, ein Sauerstoffatom hat die Masse von 16 U und davon 5 Stück. So, und am besten macht man es entweder so, dass man erstmal die Klammer ausrechnet und dann mal 8. Oder ihr könnt das insgesamt einfach in den Taschenrechner eingeben und das Ergebnis zu kommen. Wenn ihr einen Fehler gemacht habt beim Eintippen und ich sehe, dass ihr das hier richtig hingeschrieben habt, dann reicht mir das, um die volle Punktzahl zu vergeben, weil ihr zeigt, wie ihr es eigentlich richtig machen müsst. So, noch ein letztes Beispiel ist zum Beispiel, ja, oder wir schreiben einfach noch mal ein paar Beispiele hier auf zur Erinnerung. Zum Beispiel habe ich hier Eisentrichlorid, das heißt, ich suche hier in diesem Fall die Masse von 2 mal Eisentrichlorid. Eisen kommt hier einmal vor, weil keine Silbe vorne dran steht. Chlorid kommt von Chlor und Trichlorid, das heißt dreimal Chlor. Berechnung wie sonst auch. Dann haben wir hier das Beispiel 6 mal Stickstoffdioxid. Hier das Di bezieht sich auf den Sauerstoff. Oder Dikupferoxid, das heißt 2 Kupfer. Also immer darauf achten. Das bezieht sich hier drauf, das bezieht sich darauf und das darauf. Das ist jetzt alles zu den Massen. Ich habe noch einen weiteren Film dann zu der molaren Masse, den ihr euch danach anschauen könnt.